Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Untergriesbach im LS19 mit mir und dem lieben Oswald war Moin. und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute, wir haben, also für meinen Teil, ich habe ziemlich viel Offscreen gemacht. Ich habe den Kipper voll gemacht, bin hierher gefahren, habe 4250 noch paar verquetschte verkauft schon, weil ich brauchte Saatgut. Wir können zu Okay. unserem Saatmeister schon mal kurz hingehen. Wir haben 3 Tage vorgespult, auch noch was. Der Saatmeister ist schon mit 2 Feldern durch, also 2,5 würde ich sagen. Und das dritte ist das kleine da oben im Eck. Wir sehen Baumwolle an, wie ich schon gesagt habe. Holt sei ich auch mal Luft. Ja, geht noch. Dann habe ich schon den Drescher hierher gefahren, weil das Feld erntereif ist. Aber das können wir noch nicht anfangen. Wir werden jetzt mal die 4.000. Und ich habe den Deutsch schon zum Händler gebracht Das für nein. ein bisschen Dünger. Und jetzt verkaufen wir unsere Sojabohnen. Jetzt können die anderen sprechen. Perfekt, Sie haben nichts zu sagen. So, also du bist dran. Was denn? Keine Ahnung. So. Ja, Ja, das total. klingt gut, Ja, nehmen wir Cash. mal mit. Ja, was willst du? Also Anhänger und so, jetzt sie verkaufen. Ja, ich hätte noch 3000 Liter, Leute. Blablabla. 33.000 Liter. Ach, Ossi. Ach, natürlich ist das Ganze da oben. Ja. Ja, weil bei Getreide an. Ja. Ich und Papi haben zusammen gesprochen. Im Umkehrschluss kannst du dir, wenn du möchtest, Ossi, weil wir müssen dir das anbieten, weil sonst nicht, dass das nachher kommt, das ist gecheatet oder irgendwas, sowas in der Art. Walzer möchte eigentlich im Endeffekt einfach nur sagen, du darfst dir 15.000, nee, warte, du sollst Du irgendwie sollst dir 15.000 für Euro oder so bekommen. 15.000, du sollst dir für 15.000 Euro, nee, du musst dir von dem eigenen Sack bezahlen, 15.000 Euro musst du bezahlen und du kannst dir zum Beispiel auch angesäte Felder, das ist egal, du kannst dir 11 Hektar bis maximal 12 Hektar Land aussuchen und das über den Pachter nehmen. Und was du über die 15.000 bezahlst, kannst du dir gutschreiben. Ah ja, okay. Nein, wir wollen fair sein, weil wir haben Er kann sich. sich Was? theoretisch auch mehr kaufen. Das ist, er meint einfach nur, weil du sonst direkt verloren hättest, weil du dann weniger Landfläche hättest. Ja, nee, es geht eigentlich um die 12 Hektar. Und wenn du bis die maximal 12 Hektar erreicht hast, würde ich sagen, das wäre es fair, wir pachten nicht mehr. Die 12 Hektar, wo haben wir dazu gepachtet, die verkaufen wir aufs Letzt. Das gehört auch noch uns. Und gut ist. Aber das heißt, du musst hier zwischen 11 bis 12 Hektar Land aussuchen. Er darf, nicht muss. Nee, du darfst, auch wenn du zum Beispiel jetzt nur 5 Hektar aussuchst, aber wo ich nicht denke, weil du ja ein gescheiter Geschäftsmann bist. Dann ist es uns dann auch egal, dann haben wir halt schon einen großen Vorteil, aber egal. Du darfst hier einfach zum Beispiel zwischen 11 bis 12 Hektar Land aussuchen, dann musst du das über den Pachter nehmen und was du drüber über die 15.000 bezahlst, das kannst du dir gut schreiben. Ja, Verstanden? okay. Ja. Super. Perfekt. Ich habe gedacht, du bist ein kompetenter Mitspieler. Ja, deswegen habe ich es verstanden auch. Genau. Das heißt, du hast in der Folge noch viel zu tun. Ich? Nee, eigentlich nicht. Aber ich höre dich. Ja, du musst dir Feld suchen. Ja, das ist schnell gemacht. Er hat Ja. gesagt, wir dürfen nicht. Es ist aber gefahren. Scheiße. Mann, wo fahre ich denn jetzt rum hier?
Er hat aber nur gesagt, wir dürfen nicht pachten, das heißt kaufen dürfen wir. Ja, kaufen. So ein Idiot auch. Kaufen kannst du die ganze Welt. Wenn du das Geld dazu hast. Das Geld habe ich. Ja, genau. Kann auch mieten. Also pachten. Mieten. Nee, pachten darfst du nicht. Pachten ist für mich und dich, Fabi, vorbei. Warum eigentlich? Weil das wäre sonst nicht fair gegen andere Spieler. Ganz einfach. Aber ja, egal. Nein, fertig aus. Mickey Mouse. Also ich kann genauso gut pachten, weil er hat jetzt Sojabohnen wieder verkauft. Also eigentlich. Ja. Ich schnappe jetzt länger und verkaufe Sojabohnen. Oder hast du keine? Nee, das sind zu viel. Ja. Nur 34.000. Ja gut, sind auch 70.000 Euro. Weiß ich. Aber trotzdem. Weißt du, dass man da, wenn ich da ankommen würde? Genau, gefühlt fahren wir hier jedes Jahr hin, trotzdem verfahre ich mich. Wie sieht eigentlich die Lage aus, Leute? Lage gecheckt, das hat keiner Typ. Ja, Mann, wie oft ist das so doof, kann der denn eigentlich schon mitnehmen? Das Feld hat einfach null Düngung, Leute. Wir können uns das nicht gönnen, wir können uns das kaufen, das Feld, aber das hat null Düngung. Dann ist die Frage, wie können wir so. Das mieten? Sehr schön. Das Teil. Das geht was auch. Sind das für zwei Nummern? Was sind das? Wie groß sind denn hier die Felder? Ah, du hast sicher Feld 7 im Kopf. Ey! Nein, ich weg, du Idiot. Feld 7 und Feld 9 hast du. Safe. Was? Feld 7? Ja, und Feld 9. Ah, schade, das liegt nicht mehr. Oh, Feld 9, das liegt an meinem Budget. 6. 8,7 Hektar sind das erst. Ja, also. 8,7. Dann Feld 20. 21 sind 9,7. Ja, Junge, so viele Felder haben will. Ja, das sind aber schöne gerade Felder. Ich will ja nur ein bisschen helfen. SOCP macht doch eh was wohl. Wie kostet denn das Scheißfeld hier? 33. Dann bleibt mir 23k, Leute. Aber ich hätte ein Feld. Muss man halt auch bedenken. Letzten Endes, alles, was ich in Felder stecke, kann ich schon mal nicht mehr ausgeben. Ja, und die Sache ist so: Man verliert nichts. So, hab ich gekauft. Hab Land gekauft. Wie viel Kohle habe ich denn noch? 170. Ja, Zaun der Kollision. Weißt du es, Simon? Nein, wir haben keine Kollision, ne. So. Bist du hier schon im Feld der Pachtenlose? Nö, ich weiß nicht welche. Ich mache auf jeden Fall keinen Verlust mehr mit meinem Geld. Ich habe keinen Bock, 20 Felder zu mieten, zu pachten, wegen 12 Hektar oder sowas. Ja, sie gehören nachher dir. Das musst du auch verstehen. Warte nichts. Aber das ist klar, wenn du könntest auf zwei oder eins oder zwei Felder aufteilen, ist das halt schon viel besser. Hm. Musst du gucken. Du hast ja Feld 7, hast ja gesagt, du hast 6 Hektar. Zum Beispiel. Hab ich das gesagt? Ja, es hat 6 Hektar. Und zum Beispiel nimmst du jetzt Feld 1, das hat 5 Hektar, dann hast du die 11 Hektar zu. Mhm. Oder Feld 5. Muss aber gucken, was es angesieht, weil sonst wäre es auch ein Minuspunkt. Hast du mit einem Miststreu. Oh Gott sei Dank, Alter. Wer? Das sah ganz so komisch aus, Alter. Da hab ich gerade einen Miststreu durch die Gerste. Nee, da kann gerade fährst du einen Miststreu dein Getreide ab. Ah, das wäre auch cool. Aber das müssen wir im 22er bauen. Miststreu für Getreide. Gibt's doch schon im 19er. Nein. Dann ist so schlecht, wo Fabi baut. Genau. Fabi ist.
Boah, ja, musst du selbst gucken, was ich wollte dir nur helfen. Ja, ja. Und dann willst du an Rüben ran, dann kannst du die Feld 5 kaufen. Ich hab da kein Geld für Rüben. Ich hab Rüben-Equipment, kannst du ausleihen. Ja, nee. Das ist eh so nur der Halsabschneider. Aber das sind halt so, das sind halt zwei Felder, wo sind angesiedelt. Das musst du halt auch gucken. Ja, es sind gefühlt alle Felder angesiedelt. Nee, aber Feld. Für gratis. Zum Beispiel Feld 1 und Feld 3 ist halt leider nicht angesiedelt. Ja, hab gesagt, gefühlt. Also ich als deiner Stelle würde Feld 7 nehmen und Feld 5. Aber ja. Ist ja meine Sache. Nee! Stopp! Hier bei mir ist noch ein Feld mit 5,3 Hektar, Alter. Dann würde ich. 43 oder was? 43. Dann würde ich Feld 7 und Feld 43 nehmen. Weil Feld 43 hat Rast. Ja, da muss er 20 Mal um die Map fahren, Alter. Ja, Feld 79 nehmen, was direkt neben seinem Hof ist. Das sind 4,5 Hektar. Ja, aber das ist meine Wiese. Ja, das ist Wiese. Ja, und kannst du ja untermachen. Ja, nee. Ja, aber das kann er doch nicht jetzt noch machen, Alter. Ja, warum? Ich mach dann noch einmal schnell Gras und Heu und so davor oder Gras oder Heu davor. Welche Banane hast du denn gefressen? Hab ich mal aufgemacht. Das ist halt krumme Banane, glaube ich. Ich glaube so. Ja. Auf jeden Fall cool, ich bin auch erzählt, da jetzt nichts was zu tun hat. Gleich. Lass mal 8 ein bisschen Main fahren. Ja, ich gleich auch. Aber. Wie denn? Achso. Land. Nur noch das eine Feld und dann bin ich euch. Junge, warum? Verdammt. Danke. Das mit dem Dreschen, das kann ich auch nächste Folge machen. Das ist kein Ding. Ja, das ist die 87. Folge. Mhm. Minions. Das bin ich mir sicher, dass du das bist. Naja. Alter, Leute von heute. 87. Folge und ich dresch mal wieder. Ich persönlich. Da kann man sich also auch vorne wollen. Ja. 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 Mhm. Was ist denn da hier drauf? Du willst doch echt verarschen, oder? Jetzt hat Feld 5 Zuckerrüben drauf. Ja, Feld 5 ist Zuckerrüben, das hab ich dir gesagt. Ah, wirklich? Oh, hab ich so gehört. Feld 43 ist Raps. Muss ich gucken. Was hast du lieber? Raps oder die in den Boden? Ist ja näher vom Hof. Eigentlich ist ja beides gleich weit weg, habe ich das Gefühl, oder? Dann würde ich fast lieber Raps nehmen, aber es ist dir überlassen. Feld 7 ist ja jetzt nicht so weit weg. Ja, es fällt Dings auch nicht. Feld 43. Jetzt habe ich die Nummer vergessen. Geht raus. Feld 43 geht eigentlich noch, ja. So, weißt du was? Arschwaldfee. Wie oft ist jetzt wieder das Bachmenü? So. Feld 7. Ja, jetzt wollte ich schon fast auf Kaufen klicken. So, das kostet? Bach, ne. Wie viel? Achso. Ja. Hat er schon aufgepasst. Pacht pro Tag 740. Nein. Wie viel Pacht hast du bezahlt? Weiß ich nicht. Oder aufgepasst. Das ist gut. Ja, okay. So, Feld 43, Arschwaldfee. Dann musst du jetzt mal bitte gucken. Feld 43 für 6000 Euro pachten. Ja. Okay, ja. So, dafür wird beschlossen. Wie viel ist 6000? Ja, 6000. Ja, dann kommt's hin. Ist gut. Dann musst du dir kein Geld cheaten. Ja, wenn dann ist es auch egal. 300 Euro oder 500 Euro. Ich habe sogar 15,8 bezahlt. Gib mir ja nicht Lohnerstatus, Alter. Nie! Ach, mein Team, er steht aber mitten in der Walahei.
Junge, was leckt denn das schon wieder? Da leckt gar nichts. Mhm. Nur nicht, weißt du? Nee. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Da leckt doch gar nichts. Eine Bahn, 50% voll mit Gerste, der Drescher. Volltags, ne? Ja. Aber wenn's bergab ist, aber es läuft hier. Ah, Junge. Am Montag. Ah. Ah, hab ich so eine Scheißfahrt hinter mir. Oh. Ich soll. Der Verkäufer meinte zu mir, ob ich am Montag Lust und Zeit hätte, den Schöpfer wegzufahren. Hm. Zum Kunden, sag ich. Ja, kein Problem, wohin denn? Ja, nach Frankfurt. Ah. Ach, ist ja praktisch um die Ecke. 3 Stunden war ich. Über 3 Stunden eine Strecke und ich musste einen Schlepper wieder mitbringen, also einen anderen. Ah. Also, liege 7 Stunden oder so unterwegs. Also, ja, gut, muss halt nichts machen, mehr, nichts verarbeiten. Schau. Zwischendurch nochmal sauber tanken. Was ist es denn für ein Schlepper, man darf fragen? Dann, ich weiß, es 6,50. 6,50. Hast du wenigstens was Gutes zum Fahren? Wieso? Na gut, was hat Tempomat rein und Abfall halt. Boah, stört ja nicht. Das kannst du sagen. Na gut, da hält man immer noch rechts an, macht man schon ein bisschen Mittag oder sowas. Muss auf jeden Tank Fall anhalten. Wenn du kein Mensch weiß, wie lange du wirklich gerade fährst, also von daher. War schon so los, weil ich pünktlich feiern wieder da bin. Das Wichtigste. 2 Stunden früher angefahren, pünktlich Feierabend. Genau. Wenn ich 2 Stunden zu früh bin, fahr schon irgendwo in der Nähe hin. Bei Mac ist jetzt bestimmt 2 Stunden hin oder so. 5 Schlepper durch McDrive fahren oder so. Und was musst du mitnehmen? Weißt du das schon, oder? Ja. Also ich tippe auf dem Schlepper. Ja, ich wollte es auch sagen, ja. Das macht Sinn, den Schlepper, ja. Alter, warte. Musst nur aufpassen, weil wir haben schon mal einen Schlepper da abgeliefert. Der eine Fahrer, da war nicht so der hellste, der ist mit dem Schlepper auf die Autobahn gefahren. Alles klar. Der war ein bisschen spät, weil der ist mit 40er Marschall auf die Autobahn draufgefahren. Scheiße, Alter. Jojo. Jojo, jo, das geht, jojo. Alter, Junge, da war der mit 80 LKWs. Und der Junge mit dem Schlepp auf der Autobahn. Ja, da konnte ich nicht, wenn er mir das gesagt hat. Ich muss einfach nur vorstellen allein. Da ist ja schon ein neues Feld. Ey. Du hast ja quasi ein Feld. Super geile Situation, Leute. Wir haben es geschafft. Ach stimmt, ihr beide habt ja gleichen Drescher. Ja, ist es jetzt meiner? Ja. Gut. Ich denke, als Single, Junge, Fabi ist gerade auch ganz schön schnell voll, aber. Nee, der dreht gerade. Der dreht doch seine Runden. Ja. Aber. Ah, ja. Wir sind hier gleich durch. Warte, ich will das nur noch fertig hier machen. Danke. Liebe Freunde, ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.